Guten Tag, liebe Freunde und Follower von Schoner Autobrokers in Fort Lauderdale, Florida. Da habe ich lange drauf hingearbeitet, aber wir haben einen gefunden für unseren Kunden. Ich bin ein großer Freund der Corvette und ganz im Speziellen die ZR1, die Sie hier sehen. Das ist eine 2019er Corvette ZR1 in Sebring Orange, schwarz innen. Und das Fahrzeug war genau auf Vorgabe vom Kunden gesucht, gefunden, inspiziert und vermittelt worden. Das ist nochmal, sagen wir mal, das ist halt noch ein zwei Schippen, auch die blaue da hinten drauf, auch vom Preis her und von der Seltenheit her. Das ist die Rennversion, sage ich jetzt mal, der Z06. Hier haben wir dann 755 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ganze wieder natürlich mit der Carbon-Keramik-Bremsanlage. Extrem viel Carbon verbaut in dem Auto. Lufteinlässe, Tragerdach, weitere, auch der Haubeneinsatz. Das ist ganz toll gemacht. Wie gesagt, die Vorgabe war, das Sebring Orange, also eigentlich das Sebring Orange Designpaket zu haben. Automatikgetriebe war dem Kunden wichtig, der ist groß. Und dass die 3ZR Vollausstattung, das ist auch nochmal wichtig, dass da also wirklich alle Pakete drin sind. Und das ZTK Performance Paket, leicht zu erkennen an dem verstellbaren Carbon Heckflügel. Also ein wirklich schönes Auto mit einem wirklich schönen Klang, wie ich mir habe sagen lassen. Das Fahrzeug hat 280 Meilen und wurde natürlich vorm Erwerb, im Blick auf den Makel ihres Vertrauens, unabhängig vorinspiziert, Clean Carfax, ein Vorbesitzer, unfallfrei, alles passt. Schauen wir uns das mal an. Man kann ja nicht aufnehmen, wie viel Luft da rauskommt. Das drückt dann fast die Beine weg. Wirklich Wahnsinns Auto, das geht auch in den Bereich Supersportwagen, ist mal ganz klar. Schauen wir mal kurz ins Innere, Memory-Sitze, auch schön die orangen Nähte angepasst an die Außenfarbe. Belüftbar, ventilierbar, original Windows-Sticker, hier die 8-Gang-Automatik, Schaltwippen. Abgeflachtes Carbon-Lenkrad, zwei Displays und eine komplette Connectivity vorhanden mit Apple und Android. Alles, was das Herz begehrt und eine wahnsinnige Laufleistung von 284 Meilen. Das Ding hat natürlich auch den Performance-Data und Videorekorder, wie es sich gehört, Alcantara. Anteile in großes Soundsystem, 2-Zonen Klimaautomatik und da kann man auch noch was reinlegen, da passt noch ein Tager da rein. Schauen wir uns noch mal, wo wir gerade dabei sind. Rote an, Head-Up-Display, habe ich vergessen. Man kann ein sehr langes Video machen über dieses Auto, aber wir haben auch nur begrenzte Zeit. Ja, um hier an den Motor zu kommen, braucht man dann noch mal den Schraubenschlüssel, um den Carbonhaubeneinsatz rauszunehmen. Auch hier die ganze Motorhaube Carbon. Das ganze Fahrzeug also auf Leichtbau, auch für die Rennstrecke ausgestellt. Und die Scheinwerfer. Und aggressive Front mit Carbon Frontsplitter. Das macht schon was her mit der Farbe zusammen. Ein wirklich tolles Auto. Wir sind stolz drauf, dieses Fahrzeug vermitteln zu dürfen an unseren Kunden in Deutschland. Wir, lieber Kunde, wünschen Ihnen deshalb allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2019er Corvette, Chevrolet Corvette ZR1 3ZR mit ZTK, Track Performance Paket und 8-Gang Automatik und Sebring Orange Innenausstattungspaket. Jetzt haben wir es.
Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir dieses Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und dort wird es dann professionell als Zweipack und 40 Fuß verpackt, um es dann von Miami im Container nach Bremerhaven zu bringen, wo unser Homologationspartner das Fahrzeug dann übernimmt und mit TÜV und ASU und deutschen bzw. EU-Brief dann an unseren freudigen Kunden übergibt. Vielen Dank. Und